So sieht das Auto der Zukunft aus. Hohe Leistung, geringer Verbrauch, weniger CO2-Emissionen. Dank eines Elektroantriebes und eines ganz besonderen Werkstoffs. Das hier ist die Fahrgastzelle des BMW i8. Die ist komplett aus Carbon gebaut. Carbon ist ein wahnsinnig interessanter Werkstoff. Und für den Automobilbau ist es relativ revolutionär, dass die ganze Fahrgastzelle strukturtragend aus Carbon gebaut wird. Es gibt aber noch viel mehr Anwendungen, wo das eben verwendet wird. Und was es alles kann, das schauen wir uns jetzt gleich an. Carbon. Zukunft durch Faserverbund. Das hier ist der Ausgangsstoff unserer Carbonfaser. Das ist Polyacrylnitril. Daraus kann ich in einem Nassspinnverfahren eine klassische Chemiefaser spinnen. Das ist genau die gleiche Faser, die ich auch zum Beispiel für Feinstrumpfhosen verwenden würde. Die kann ich dann über verschiedene Temperaturstufen später karbonisieren. Carbonfasern werden in der Industrie in großen Mengen hergestellt. Unter hohen Temperaturen steigt der relative Kohlenstoffanteil des Ursprungsmaterials. Dadurch verändert sich auch die Farbe der Fasern. Bei etwa 1500 Grad entstehen durch das sogenannte Carbonisieren die schwarzen Kohlenstofffasern. Auf Rollen gewickelt geht es zur Weiterverarbeitung. Carbonfasern ähneln ganz gewöhnlichen Textilfasern. Kaum vorstellbar, dass aus den extrem dünnen Fäden später Bauteile etwa für Autos, Flugzeuge oder Raketen werden. Dazu bedarf es weiterer Schritte. Die Carbonfaser an sich ist was sehr, sehr Festes. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht textil verarbeiten kann. Was wir hier sehen, ist ein klassischer Webstuhl, mit dem ich klassisch auch Baumwolle verarbeiten könnte. Dass ich das hier mit Carbonfasern machen kann, ist insofern sehr verrückt. Was ich rausbekomme am Ende, ist eben Carbonfasergewebe, das ich direkt weiterverarbeiten kann zu einem Bauteil. Damit aus dem noch biegsamen Gewebe ein stabiles Bauteil wird, braucht es einen Klebstoff, der alles zusammenhält, die sogenannte Matrix. Die Flüssigkeit dringt in die Räume zwischen den Carbonfasern ein. Das Aushärten geschieht unter Hitze, zum Beispiel in einem Industrieofen, hinter verschlossenen Türen. Was aber sind die Vorteile von Carbon? Warum gilt Carbon als der Hightech-Werkstoff schlechthin? Ein wichtiger Grund: Carbon ist viel leichter als vergleichbare Werkstoffe. Dieses Fahrrad hier ist fast komplett aus Kohlenstofffasern geflochten worden und wiegt deswegen nur noch 4,9 Kilogramm. Und was im Kleinen geht, funktioniert auch im Großen. Die Rumpfteile, welche Premium Aerotech für den Airbus A350 XWB produziert, bestehen größtenteils aus Carbonfasern. Der Vorteil? Durch das geringe Gewicht der CFK-Teile benötigt der Airbus A350 wesentlich weniger Treibstoff als vergleichbare Jets herkömmlicher Bauart. Carbon hat aber noch erheblich mehr Vorteile. Stahl rostet. Wasser und Frost setzen ihm mit der Zeit zu. Ganz im Gegensatz dazu Carbon. Der Werkstoff korrodiert nicht. Carbon ist deswegen für das Bauwesen hochinteressant. Auch verfügt Carbon über eine höhere Festigkeit als Stahl. Mit einem Stahlmoniereisen wird für die gleiche Armierung viel mehr Beton benötigt als mit einem Moniereisen aus Carbon. Dadurch spart man Rohstoffe und somit auch Geld. Aber wie stabil ist Carbon eigentlich? Ein Versuch. Drei Platten, alle gleich schwer. Aus Stahl, Aluminium und Carbon müssen von Michael Sauer verbogen werden. Bei der Stahlplatte hat Michael kein Problem. Bei Aluminium braucht er erheblich mehr Kraft. Und bei Carbon? Keine Chance. Eine weitere interessante Eigenschaft von Carbonfasern ist auch, dass sie sehr, sehr stark elektrisch leitfähig sind. Ich kann sie also in einem klassischen Nassfließprozess, also wie auch Papier hergestellt wird, zu einem Nassfließ verarbeiten. Das Ganze kann ich dann unter einen Fußboden oder hinter eine Wand bringen und als Flächenheizung verwenden, wenn ich Strom darauf gebe. Und kann damit jetzt allein hier schon 45 Grad erreichen. Carbonfasern wärmen unser Zuhause. Im Weltall allerdings hat der Werkstoff eine ganz andere Aufgabe. Für die europäische Trägerrakete Ariane 6 werden bei MT Aerospace sogenannte Booster gebaut, aus Carbon. Sie dienen als Hilfsraketen und sorgen beim Start für zusätzlichen Schub.
Die Vorteile auch hier: die Carbon-Booster sind extrem stabil, leicht und sparen daher viel Treibstoff ein. Wir haben jetzt schon viel gesehen, aber Carbonfasern sind eigentlich viel vielfältiger als das. Neben Autos oder Brücken oder Flugzeugen oder High-End-Motorrädern kann man auch viel alltäglichere Dinge bauen, wie zum Beispiel Sportbögen oder Kiteboards oder Longboards oder auch Musikinstrumente wie Geigen oder diese Gitarre hier. Carbon ist wohl einer der vielseitigsten Werkstoffe. Noch viel mehr Produkte aus Carbon werden uns in Zukunft begegnen. Die Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften wird deswegen extrem steigen. Und auch das Thema Recycling wird an Bedeutung gewinnen. Das hier ist die Fahrgastzelle des BMW i3. Die ist fast komplett aus Carbonfasern aufgebaut. Bei der Produktion entstehen aber sehr, sehr viele Verschnittfasern. Recycling ist allgemein ein Riesenthema in der CFK-Welt. BMW hat das relativ elegant gelöst, indem man die recycelten Fasern zu einem Vlies weiterverarbeitet und dann in das Autodach des BMW i3 integriert. Mein Name ist Michael Sauer und ich habe an der Universität Augsburg Materialwissenschaften studiert. Bereits während meinem Studium habe ich dann den Faserverbund Leichtbau Schwerpunkt gewählt, was bei uns so viel heißt wie Engineering. Inzwischen bin ich am Fraunhofer IGCV und schreibe meine Doktorarbeit im Bereich Recycling von Composites. Parallel zu meinem Studium habe ich am Trainee-Programm des Carbon Composite e.V. teilgenommen. Dabei konnte ich viele Kontakte knüpfen zu Firmen und Forschungseinrichtungen, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite. Man muss aber nicht unbedingt studiert haben, um mit dem Werkstoff Carbon arbeiten zu können. Der CCV unterstützt hier gerne in allen Bereichen der Ausbildung.